Ich bin hier aufgewachsen. Ich spreche die Sprache besser als meine Muttersprache. Wesentlich besser. Alle Erinnerungen verbinden mich an Deutschland. Und das ist einfach ein Gefühl. Also, dass wir ständig Wodka trinken, in mafiösen Strukturen leben. Dass russische Frauen vielleicht, was hört man dann so? Ja, vielleicht leicht zu haben sind oder ja, also so dieses osteuropäische Klischee, was man immer wieder, glaube ich, kennt. Es passiert immer im Zusammenhang mit meinem Namen, weil er einfach ganz anders, also er ist nicht deutsch, also er ist offensichtlich nicht deutsch und dann geht dann immer so eine Schleife los. Ach ja, wo kommen Sie her? Wo kommen Ihre Eltern her? Ach ja, das habe ich mir gleich gedacht. Ja, stimmt, Sie haben so einen leichten Akzent. Also das ist so, das ist dann so eine Anreihung. Dann denke ich immer an eine Diagnose, die nichts aussagt im Grunde. Ich habe immer das Gefühl, ja, das ist, man stellt so eine Diagnose, sie haben Migrationshintergrund und dann ist das so, ja, und weiter. Also so, aber eigentlich nervt mich der Begriff. Und ich habe das Gefühl, seitdem der Begriff in aller Munde ist, ist es umso. Also jeder ist Migrationsexperte, Integrations- und Migrationsexperte geworden. Und ich habe das Gefühl, dass das spaltet eigentlich sozusagen noch mehr als ja, als dass es die Leute zusammenbringt. Nur durch Vielfalt sich tatsächlich etwas Neues, Interessantes ergeben kann. Also so durch dieses, also ich sage immer, ich denke immer so Vielfalt statt Einfalt, weil ansonsten wäre das, glaube ich, etwas langweilig auch. Weiß ich nicht, ich finde Vielfalt genetisch einfach auch schon wichtig, damit was Neues entstehen kann. Keine Ahnung.